Willkommen zurück alle miteinander. Auf geht's in den Bärenwald. Nach Lostell suchen der kleinen wilden Göre. Und da ist schon wieder so ein Baum. Da ist doch nicht vielleicht was versteckt? Nein, bestimmt nicht. Haha, unsichtbares Item. PP ab. PP ab. PP ab. Ey, komm. Was ist das für ein Baum, der so schnell nachwächst? Ich möchte auch was von diesen Wunderdüngern haben. Dann pflanze ich mir meinen eigenen Garten. Und auf wilde Pokémon habe ich gerade keinen Bock. Deshalb benutze ich einen Schutz. Wo ist er denn? Jupp. Top-Schutz. Hier ist nix. Gar nix. Okay, hier ist wirklich nix. Und Doppelkampf. Wir zeigen dir unsere Lieblings-Pokémon. Oh, wie cool. Und ich zeig dir meine. Pipi und Pipi. Oh. Ich muss immer noch dabei Pipi gucken. Würde mich gar nicht wundern, wenn es irgendwie schon Level 40 oder so ist. Na, ob wir die Beine mit einem Schlag wegkriegen? Das erste schon mal nicht ganz. Ach, Mann. Und das zweite ist noch weiter davon entfernt. Er kommt, der erste Angriff, den du machst, du heilst dich sofort schon. Was ist das für eine Luschen-Taktik? Metronom. Oh, zeig mir deinen Finger. Tja, wenn du das auf Kitsune eingesetzt hättest, wäre das vielleicht sogar effektiv gewesen. Und jetzt beende ich rasch diesen Kampf. Denn ich muss ja noch nach kleinen Göre gucken. Und ich wäre froh, wenn ich das in diesem Video schaffen würde. Und Zwillinge wurden besiegt. Oh, Joy! Und wieder Schnapszahl. Mann. Hier was? Ich wusste es. Max Repel. Und eine weitere Trainerin. Ich glaube, das müsste eine Dame sein. So ein Blumenmädel. Ja, kann man so sagen. Oh, Bisasam. Oh, Bisasam ist wieder da. Ich finde dich so süß. Ich würde dich am liebsten gar nicht abgucken. Aber ich muss leider. Verzeih mir. Bye bye, Bisa. Und Bisa Knosp. Und ich wette, dein drittes Pokémon ist dann Bisa Flor. Das wäre zumindest logisch auf diese Art. Und das bedeutet Levelanstieg für Kitsune. Nee, du hast auch einen Bisa Knosp. Ach. Wieso hast du es denn nicht mal entwickelt? Hättest du die ganze Reihe gehabt. Aber okay, das musst du schon selber wissen. Und ich gewinne mit Bravour. Du ziehst wundervolle Pokémon auf. Yep, das sind wirklich super Teampartner. Und der kleinste Blache im Rettungsreifen. Oh, Schwimmreifen. Was machst du denn da? Du läufst hin und her und hin und her, hin und her, hin und her. Und jetzt quatsche ich dich an. Yay, Pokémon! Lass uns kämpfen! Ich hab Bock drauf! Alexis mit zwei Riesenzöpfen. Ich will doch nur dieses Mädel finden. Ich hab grad irgendwie keinen Bock auf die ganzen Kämpfe. Los, Jure! Oh, Ninja! Mehr Ninja-Sterne! Okay, die hatte vier Pokémon. Ich glaube, vier waren's. Das wird wieder dauern. Und Krabi. Oh, Krabi haben wir ja noch gar nicht gesehen. Der sieht ja irgendwie lustig aus.
Oh, Härtner. Aber ich denke nicht, dass der dir was gebracht hat. Nein, ganz und gar nicht. Und noch ein Krabby. Krabby. Ja, Ash hat ja auch mal ein Krabby. Was er dann direkt zu Kingler entwickelt hat. Und ein weiterer Sieg. Was ist gerade passiert? Das kann ich dir erklären. Ich habe angegriffen und deine Pokémon getötet. Was? Nein, sie leben noch. Ich habe sie nur besiegt. So viel Trainer. Bist du auch Trainerin? Nein. Och Mensch, lass mich doch mal in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf die ganzen Kämpfe hier. Ich möchte nur dieses kleine blöde Mädchen finden und dann nach Hause. Nach Hause gehen. Wow. Oh, 666 Erfahrungspunkte, super. Und Ultrigaria. Ey, ich finde Ultrigaria sieht Momon cool aus. Sorry. Niki. Ja, irgendwas gefällt mir nicht vom Geruch her. Jupp, ist hier der Wald? Der Bärenwald? Der Bärenwald, direkt voraus. Oh yeah. Und ich würde sagen, es gibt hier Bären. Wer hätte das gedacht? Das erinnert mich so sehr an den Vertania-Wald. Okay, dann gehen wir mal auf Bärensuche. Hier liegt doch was. Wie, da ist nix? Komisch. Müsste aber was sein. Tja, auch ich kann mich mal irren. Ich möchte nur bald das Mädel finden, dann wieder nach Kanto. Schon eingesprüht und weiter geht's. Aber hier liegt was, ganz bestimmt. Yep, eine Chesto, Betty. Waren hier nicht mal Trainer? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Da liegt was, ich will's haben. Ich muss alles mitnehmen, ich kann nur nichts liegen lassen. Ein Hyperheiler. Kann man immer gebrauchen. Surfer. Nuluka. Und yeah, ich muss wieder den Weg latschen. Wohl, warum nutze ich nicht einfach den Zerschneider? Paras. Mein kleines. Ich hab doch was gehört. Und einen Maximaläther. Und wo muss ich jetzt hin? Ich würde mal sagen, ich muss da hoch. Was steht denn da? Vorsicht vor wilden, bärenliebenden Pokémon. Ach, da habe ich keine Angst. Hey, bist du das Mädchen, das ich suche? Hilfe, bitte! Ein unheimliches Pokémon ist aufgetaucht. Ich bin viel zu ängstlich, um mich zu bewegen, aber ich möchte nach Hause. Nein, es kommt wieder! Geh weg! Ich will zu Papa! Oh, der Ruf kommt mir doch bekannt vor. Das kann doch nur Hypno sein. Was rede ich? Traumato. Hypno ist es. Hey, Moment mal, das ist ein wildes Hypno. Das heißt, ich kann es fangen. Machen wir mal Glut. Glut tut gut. Oh, oh, kein Giftgas. Nein, 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 nein. Verdammt. Und nochmal Glut. Es meditiert. Okay, mal schauen, ob ich es nicht fangen kann. Hyperball. Los. Komm, bleib drin. Bleib drin. Bleib. Nein, ach Mensch, Hypno. Mach mir nicht das Video kaputt. Ich habe nämlich noch genau eine Minute, um dich zu fangen. Brich doch nicht sofort aus, Kollege.
Ich bin schon vergiftet. Du kannst keinen vergiften, der schon vergiftet ist. Jetzt musst du aber drin sein, sonst stirbt Kitsune vielleicht. Und das würde ich dir nicht verzeihen. Komm, 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 komm. Ja, gefangen. Yay, Hypno wurde gefangen. Jetzt können wir Leute hypnotisieren und sie dazu zwingen, dumme Sachen zu machen. Wenn mir mal danach ist. Ah, das war unheimlich. Ich danke dir. Jetzt kann ich wieder nach Bären gucken. Du kannst das haben. Eine Ihr-Papa-Bäre. Was ist dein Name? Tja, mein Name. Nur wenige kennen meinen Namen. Und ich werde dir meinen Namen verraten. Aber erst im nächsten Video. Ameno!